Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Küste von Skatza. Zurück nach Seeland reisen? Nö, danke. Ich komme hier gerade von da. Och, Bötchen. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, und wir kommen immer weiter in den tiefen Norden. Das ist mal interessant, dass wir gar nicht in eine Stadt kommen hier. Normalerweise, wenn man irgendwo überreist, kommt man eigentlich gleich in eine Stadt. Und hier dürfen wir uns noch entlang bewegen. Alles schon eingeeist. Nur so kleine Sandläufer, die sich da ausgraben und dumm herumlaufen. Ja, da oben, das sieht doch nach einer Stadt aus. Schneewölfe. Geh noch ganz kurz die Runde hier. Ah, da gibt es nämlich noch einen Quest-Heini. Hm? Ja, ich bin Kapitän. Aber nein, ich segle im Moment nirgendwo hin. Moment. Bist du dieser Fremde, den Wutbald mitgenommen hat? Er hat gesagt, du hättest ihm Bier beschafft. Vielleicht, wenn du mir auch was bringst. Oder, nein, warte. Schnaps. Tannenzapfen-Schnaps. Bring mir eine Flasche davon, dann können wir darüber reden. Alles klar, die wollen alle Alkohol haben. Speedrun ist gleich auf sehr schnell spielen und die Laufgeschwindigkeit auf das Maximum im Spiel durch Ausrüstung bringen. Okay, ja. König Gilfis Siedlung. Ja, sieht schon mal sehr cool aus. Portal von Skatza. Der vierte Wegpunkt in unserer Reise. Und eine kleine Höhle, wo sie sich ein leckeres Süppchen machen. Miam, miam, miam. Wer möchte nicht mehr gerne davon kosten, von dieser grünen Brühe. Schauen wir mal, was Lidbjörg sozusagen hat. Du hast bereits eine? Wunderbar. Wo hast du sie gefunden? Hier, nimm dafür das. Magische Kessel? Die meisten Platten, die ich gefunden habe, waren im Besitz von Leuten, die keine Ahnung hatten, wozu sie dienen. Ja, Dito. Sie behielten sie nur, weil sie wertvoll aussahen. Immerhin bestehen sie aus Silber. Ja, ich habe vier sogar. Ich nehme an, dass einige unserer germanischen Brüder diesen Kessel auseinandergenommen haben. Aus Furcht vor einer Macht, die sie nicht verstehen konnten. Einige haben die Teile behalten, andere haben sie irgendwo verstreut. Aber selbst so könnten sie praktisch überall nördlich von Glauberg sein. Ah ja. Du kannst aber auch gerne alle vier nehmen, also habe ich gar kein Problem, wenn du mir die vier dummen Ausrüstungsplatten abnimmst. Bei der Suppe kriege ich übrigens übelst Hunger. Njam, njam, jetzt so ein gutes Süppchen hier, hm? Sieht doch gut aus, oder? Njam, njam, lecker, lecker. Da haben wir einen Lagermeister. Das Leben ist hart hier oben, aber nicht so übel, weißt du? Oder zumindest war es das, bis unsere Götter sich gegen uns gewandt haben.
Wir begraben unsere toten Könige in Hügelgräbern, um Räuber abzuhalten, sicher. Aber auch, um sie drinnen zu behalten. Wer als Drauk wieder aufersteht, besitzt mächtige Magie. Und normale Waffen können ihn nichts anhaben. Manche sagen, ihre Macht sei auf ihr Hügelgrab beschränkt, wo sie ihren Besitz verteidigen. Andere aber sagen, sie verlassen ihr Grab und spazieren in mondlosen Nächten über unsere Dächer. Aha, Edeltrud hat sie auch nicht mehr, oder? Du bringst etwas für unseren König? Was ist das? Eine Pflanze? Nun, was bist du, ein Mann? Geh hinein. Aber du solltest hoffen, dass sie ihm gefällt. Kann es wirklich sein? Ja. Bist du der uns versprochene Held? Der Held des Südens? Der Bezwinger von Titanen und Göttern? Na klar. Als meine Tochter auszog, dich zu finden, glaubte ich nicht, dass es dich wirklich gibt. Doch hier bist du. Und du bringst uns die Macht von Nerthus. Du bist ein Segen in einer dunklen Zeit. Yep. Held. Vielleicht unsere Erlösung. Mhm. Die Einherjar, Wodans persönliche Armee aus vermeintlichen Helden, löschen unsere Siedlungen aus und metzeln unsere Krieger nieder. Ich fürchte, die Asen haben mich erneut hintergangen. Und dieses Mal wollen sie mein Land, vielleicht unser aller Lande. Aber wenn er richtig verarbeitet wird, kann die Magie dieses Mistelzweigs helfen, das Blatt zugunsten meines Königreichs zu wenden und sie zurückzudrängen. Es gibt jedoch auch düstere Kunde. Meine Tochter ist selbst noch nicht zurückgekehrt. Wenn sie getan hat, was sie dir zufolge vorhatte, hätte sie schon vor Tagen eintreffen müssen. Ilva ist einer meiner fähigsten Kapitäne und eine großartige Kriegerin. Aber natürlich ist sie auch ein verlockendes Ziel für meine Feinde. Wenn sie in ihrer Heimat verschwunden ist, nachdem sie um die halbe Welt gereist ist, um dich zu finden, dann fürchte ich, dass sie entführt wurde oder noch Schlimmeres. Und kriege ich jetzt die Kiste? Labert mich dazu und dann gibt er mir nicht meine Kiste. Die alte Laberbacke. Das sitzt denn nur, schaut aus wie eine Scheune hier. Artefakte. Ach du. Ah, ja, richtig. Wotan sei gepriesen. Oh. Gibt mir ja Angst. Stimmt, die Artefakte gab's ja auch noch. Willkommen, Fremder. Schau dir unseren Laden an. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Nirgendwo, Finn, komm bald wieder. Na klar. Bin mal gespannt, wie das mit dem Weiß auf Dauer laufen wird. Ob man das irgendwann am Sack geht, einfach weil es extrem hell ist. Und wie weit die Abwechslung in dem Schneegebiet so sein wird. Das ist nicht recht. Sie haben uns angegriffen. Warum greifen Sie uns an? Das ist nicht recht. Die Überlebende. Da gehen die Tore auf. Wenn ich vorbeischreite. Schneewölfe, die kennen wir auch schon. Aber ich werde nicht mehr lange machen. Ich habe nämlich schon super Hunger. Würde eher sagen, das machen wir vielleicht dann das nächste Mal. Skelette! Geil, Skelette sind eigentlich immer die besten Gegner. Vor allem diese coolen Skelette. Die sehen geil aus. Fast wie die in Dungeon Siege. Die hatten auch geile Skelette. Oh, ziemlich viel Höhlen hier. Grabhügel. Mit einer geilen Musik.
Wie geil war denn das gerade bitte? Boah, was für eine Hammermusik. Oh, richtig gut, richtig gut. Richtig gut. Nice. Hätte ich vielleicht sogar schon eine neue Outro-Musik. Die hat mir echt gut gefallen. Man kann ja in den Einstellungen sagen, ob man es lieber hat, wenn die Musik seltener ist oder häufiger vorkommt, aber ich bin da im Zweifelsfall immer für häufiger. So eine Einstellung, die ich bei Project Zomboid zum Beispiel vermisse. Bernie wird wissen, was ich meine. Dass es da einfach teilweise die Musikstücke viel zu selten so abgespielt werden. Schaut schon ganz witzig aus hier. Ja, lang mache ich nicht mehr mit dem Stream. Guck an, da ist doch etwa ein ratloser König. Das könnte doch ein Boss sein. Wird die Musik gleich wieder abgehen. Also Achtung auf eure Ohren. Bossfight! Rastloser König! Hallo erstmal! Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber sie sind gleich Geschichte. Oh, da kommt noch was raus. Ja, sehr schön. Glück ist der sau langsam. Lauf mal in alle meine Fallen rein, wenn es leicht geht. Sehr schön. Nice. Alte Brustplatte. Das kann ich doch wieder der Plattenfreundin da schicken. In der Stadt. Schön, schön. Sehr weitreichend das Gebiet auf jeden Fall wieder mal. Titan Quest typisch. Tausende Höhlen, wo ich nicht weiß, war ich da schon drinnen oder nicht? Zum Glück sind die alle auch sehr klein. Alles lauter kleine sinnlos Höhlen. Alter toter Jäger, cool.
In Diablo 2 gab es ja auch dieses Eisgebiet, im dritten Teil auch. Das ist eigentlich auch so ziemlich beliebt. Gibt beim meisten eigentlich pro Spiel ein Wüstengebiet, ein Eisgebiet, ein Wäldergebiet. Und muss sagen, in den meisten Spielen, die ich so bisher gespielt habe, die so die ähnliche Art waren, im Diablo 2, Diablo 3, Titan Quest 3. Akt, das waren jetzt alles nicht unbedingt meine Lieblingsakte. Mit dem, als viel weiß war, weil das teilweise für die Augen ein bisschen anstrengend ist. Und weil da einfach, man merkt einfach diese Abwechslung nicht so extrem. Dein Gepäck ist voll. Weil es halt doch immer ziemlich gleich aussieht. Fürs Auge anstrengend ist und ja, immer gleich aussieht. Und bin gespannt, wie sie es hier hinkriegen, Abwechslung zu schaffen. Und wäre interessant, ob es unter euch Fans gibt von Ice Level. Ich habe ja auch dieses Vikings Wolves of Midgard mal angespielt. Vielleicht habt ihr das gesehen, dass ich es auf YouTube mal hergezeigt habe für 3 Videos. Und das hat mir so gar nicht gefallen. Das hat auch im Eis gespielt und mit einer ganz miesen Mechanik, nämlich dass man nicht erfrieren durfte. Und somit immer wieder zu einem Leuchtfeuer zurücklaufen musste, um sich aufzuwärmen. Und dann konnte man wieder losstarten und weiter schnetzeln. Und diese Mechanik, die war mühsam, die war richtig, richtig nervtötend. Weil einem das halt voll rausreißt aus dem Schnetzeln, dass man immer wieder zu dem Leuchtfeuer zurücklaufen muss. Und das nicht selten, sondern ziemlich häufig. Also wo sie sich gedacht haben, cool, welche Mechaniken haben wir noch nicht probiert und könnten wir noch verwenden, die super lustig sind. Hätte ich vielleicht eher das dann weggelassen, weil das nicht super lustig ist. Da oben ist auf jeden Fall ein Brunnen. Muss ich nur noch wissen, wie ich da hinkomme. Ah. Einfach dem Weg folgen. Ah, Ernie geht's. Bye, Ernie. Danke fürs Reinschauen. Danke, dass du dabei warst. Hab jetzt aber den Wegpunkt erreicht. Das heißt, ich werde jetzt dann auch mal Schluss machen. Die Leiche des Jägers, warte, die gönne ich mir noch. Wenn ich noch hinkomme. Achso, die ist da ganz unten. Ganz praktisch eigentlich, dann mache ich noch die Quest hier zu Ende. Und dann lasse ich es gut sein für heute. Und du, Rahmenkrieger, bist der Letzte, der auch noch auf den Sack kriegt. Ab nach Skanza. In Summe haben wir heute eh wieder 4 Stunden gestreamt, circa. Oh, gar nicht verkehrt.
Giese! Giese! Du musst mir helfen. Giese helfen. Sie ist in den Wald gerannt. Ich habe ihr nachgerufen, aber sie hat mich einfach ignoriert. Ich habe etwas Schlimmes zu ihr gesagt, aber nun habe ich zu große Angst, um ihr zu folgen. Hier gibt es Wölfe, Trolle und die Einherjar. Bitte, Krieger, beschütze sie. Sag ihr, sie soll zu mir zurückkommen. Giesel. Liesel, 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 komm. Oh, du hast doch einen Quest. Dieser Schal gehört meinem Mann. Jetzt nicht mehr. Nein. Oh, bitte nein. Ach, passend dazu. Ich bin auch ein... Okay, lass mal was. Vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt. Sorry. No offense. Und mit dem Häuptling muss ich auch noch labern. Dem muss ich ja noch, glaube ich, irgendwelche Platten bringen. Was hast du da? Ein Stück Rüstung? Oder ihr? Von... Moment. Wirklich? Oh. Und siehst du? Das Emblem ist dasselbe wie auf meiner Familienbrosche. Genau wie ich gesagt habe. Mutiger Krieger. Das hättest du nicht tun sollen. Warum riskierst du in solchen Zeiten so viel für jemanden wie mich? Stimmt eigentlich. Wären die Dinge anders, würde ich sagen, die Götter mögen dich beschützen. Aber mit Helden wie dir besteht noch Hoffnung für uns alle. Ich will dir danken. Bitte. Gern geschehen. Nicht zu öffnen. Ach. Ich weiß nicht, was ich nun tun soll. Außer vielleicht nordöstlich von hier. An einem Ort namens Situn steht ein heiliger Schrein, an dem die Asen vor Urzeiten zum ersten Mal diese Welt betreten haben. Vielleicht kommen sie auch jetzt von dort. Dann haben sie sie womöglich dorthin gebracht. Noch sind wir nicht bereit für einen offenen Kampf. Aber wenn du meiner geliebten Tochter helfen willst, reise bitte zu diesem Schrein. Vielleicht findest du etwas heraus. Jeder Hinweis kann helfen. Es ist unsere einzige Spur. Ich will ja nichts sagen, aber die ist so gut wie tot. Jeder hier irgendwie verreckt. Kannst du mir den suchen? Und der ist verschollen und bitte finde den. Und im Endeffekt immer hier ein Schal, dann abgeranztes T-Shirt und alle. Oh mein Gott. Also, ja, ist nicht, aber die Chancen sind eher gering, dass ich da noch wen finde. Waffenschmied, der Kleine? Wie kann ich dienen? So, das haben wir auch noch verkauft. Sehr schön. Ja, na dann würde ich mal sagen, war's das für den Stream. Dann bin ich mal raus für heute. Fast 4 Stunden gestreamt. Ich denke, das sollte erstmal vorerst reichen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Danke an alle, die neu ihren Follow dagelassen haben auf Twitch. Und danke an alle, die sich das angeguckt haben, die dabei waren, die fleißig im Chat aktiv waren. Ja, wieder Dago, Ernie, Sayobe, Husa und so, Kenny, dann einer, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja, also vielen Dank an euch. Und vielen Dank an alle, die sich das auf YouTube dann im Nachhinein
anschauen. Ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei wart und für eure Tipps. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dieser epischen Musik nochmal zum Ausklang dann in der nächsten Folge, respektive im nächsten Stream. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.